grüße euch. Von da oben schaut es ein bisschen anders aus. Ich war vorher da auf der Bank. Ja, die Leute da drüben, ich glaube, die trauern, dass das Taylor Swift-Konzert nicht stattfinden konnte. Die sind noch ein bisschen mehr als wir hier. Aber es ist ganz wichtig, dass wir hier sind, und vielleicht erreicht die Botschaft, wenn wir mit den Menschen reden, auch, vielleicht erreicht die Botschaft doch auch mehr junge Leute, wenn wir sie hinaustragen. Ja, ich habe zuerst gesagt, ich wäre über die Rolle der Angst. Wir haben in den letzten Jahren und Monaten viele Themen vorgesetzt bekommen, mit denen man vor allem seitens der Regierung den Menschen Angst gemacht hat. Mit Krankheiten, mit bewaffneten Konflikten, mit der Teuerung. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Zukunft nicht sicher ist. Und gleichzeitig hat man aber die Werte, die für uns in der Vergangenheit Sicherheit bedeutet haben, nämlich vor allem die österreichische Neutralität und die Friedensarbeit, wie sie etwa noch von einem Bruno Kreisky sehr aktiv betrieben worden ist, die hat man schlecht gemacht. Und jetzt ist seit ein paar Tagen eine neue Angst dazugekommen. Jetzt werden schon Konzerte offenbar möglicherweise zu Anschlagszielen. Und gleich ist wieder der Ruf laut geworden, die Polizei braucht mehr Rechte. Die Polizei muss die Messenger-Dienste überwachen können. Nun, ich denke, zum Glück, was immer da dahinter war, ist offenbar niemand zu Schaden gekommen. Zum Glück ist es offenbar gelungen, ohne Überwachungsmechanismen hier eine mögliche Gefahr abzuwenden. Aber ich bin ganz sicher, dass dieses Bemühen weitergehen wird. Und ich weiß aus Erfahrung, dass alle diese Überwachungsstrategien vielleicht auch dazu dienen, Verbrechen zu verhindern. Sie dienen aber vor allem auch dazu, Menschen, die mit der Politik der Regierung nicht einverstanden sind, zu überwachen. Und ich kann davon ein Lied singen. Ja, ich weiß, wie das damals war, 2008, beim Tierschützerprozess, wo ja gegen mich auch ein Strafverfahren im Gange war. Da haben sie sich nicht gepfiffen um die parlamentarische Immunität, weil das sind ja Leute, die Änderungen wollen, die die Vormacht der großen Agrarkonzerne in Frage stellen, und auf die muss man halt ein bisschen besser aufpassen. Und ganz schnell werden sich alle Überwachungsinstrumente in diese Richtung verändern, oder sie sind überhaupt schon so konzipiert. Das hat in Wien Tradition. Auch die Stadtbahn, heute U6, die ist nicht gebaut worden, damit die Wiener Bevölkerung einfacher und schneller von einem Ort zum anderen kommt. Das war gedacht für Truppentransporte von einer Kaserne zur anderen. Das hat Tradition, und nichtsdestotrotz sind wir hier und wir werden sagen, ihr könnt uns keine Angst machen, und zwar mit gar nichts. Und wir werden uns hier immer mutig versammeln und für unsere Rechte eintreten. Es ist schon sehr viel passiert. Ich führe das hier nicht näher aus, aber es sind gewaltige Einschnitte in den Datenschutz passiert. Es gibt jetzt überhaupt gewisse Bereiche von Daten, deren Speicherung wir als die Inhaber dieser Daten nicht mehr steuern, nicht mehr verändern können. Im Gesundheitswesen, man hat die Corona-Maßnahmen dazu benutzt, umfassende Überwachungsinstrumente zu schaffen. Ja, und die Menschen haben es aber immer verstanden, jedes Überwachungsinstrument auch zu umgehen. Das heißt, wir werden in Kontakt bleiben, wie auch immer, und wir fürchten uns nicht. Ich höre dann jetzt immer im Zusammenhang mit Krieg und der Bewaffnung, man muss aufrüsten. Wir brauchen Raketenschutzschirme, wir brauchen noch weiterreichende Raketen. Und ich denke mir,
habt ihr gar nichts aus der Geschichte gelernt, gar nichts. Kann das sein, dass auch eine grüne Partei in der Regierung vollkommen vergessen hat, woher sie kommt, aus der Friedensbewegung? Ist das alles weg? Wir brauchen eine neue Friedensbewegung. Denn wenn die Geschichte etwas mit Sicherheit lehrt, dann ist es, dass eine Spirale der Aufrüstung immer dazu führt, dass es noch ärger wird. Wenn die einfachen Raketen, die Kurzstreckenraketen nicht reichen, dann brauchen wir längere Raketen. Wenn die normalen Bomben nicht reichen, dann brauchen wir Streubomben, dann brauchen wir abgereichertes Uran und. Und am Ende stand dann im Zweiten Weltkrieg Hiroshima und Nagasaki. Und noch heute wird von amerikanischer Seite gesagt, naja, der Krieg war so schrecklich, da musste man halt dann irgendwas ganz Schreckliches machen, damit es endlich aufhört. Und ich sehe diese Entwicklung, die droht hier. Es wird nicht anders sein. 2,5 Jahre wird jetzt gekämpft in der Ukraine. Ich weiß nicht, wie viele Meter sich die Front so oder so verschoben hat, aber ich weiß eines sicher. Es sind viel zu viele Menschen gestorben. Es sind viel zu viele Häuser, Gebäude vernichtet worden. Und ein ganzes Land liegt am Boden. 10 Millionen Menschen, 10 von 40. Ein Viertel der Bevölkerung ist auf der Flucht. Und es sind vor allem die Jüngeren, die Mobileren, die weggegangen sind. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch die zivile Wirtschaft zusammenbricht. Das alles bedeutet der Ruf nach mehr Waffen. Und es ist, wie gesagt, mein Mann stammt aus Bosnien, dort ist abgereichertes Uran verwendet worden. Und dort ist jetzt ein bisschen schon wieder Normalität eingekehrt. Aber es wird noch lange, lange dauern, bis dieser Krieg in den 1990er Jahren einigermaßen überwunden wird. Und in der Ukraine wird es nicht anders sein und im Nahen Osten wird es nicht anders sein. Und jetzt hat es geheißen, im Zusammenhang mit den jungen Leuten, es werden immer mehr junge Leute radikalisiert. Einige werden nicht radikalisiert. Es ist mir lieber, wenn sie singen. Aber ja, es gibt Radikalisierungen. Nur sage ich, wer geht ihnen denn mit schlechtem Beispiel voran? Was heißt denn der Schrei nach Waffen? Was bedeutet es, wenn ich jeden Abend im Fernsehen sehe, noch ein zerbombtes Haus, noch die Särge nebeneinander stehen? Das radikalisiert auch, weil es abstumpft. Man hört fast gar nichts, beispielsweise über den Widerstand des tibetischen Volkes. Und die wollen gar keinen eigenen Staat, die wollen nur ihre Sprache sprechen, ihre Religion ausüben. Die wollen nur kulturelle Autonomie, so wie etwa die Leute in Südtirol. Ja? Und von diesem Streben hören wir gar nichts mehr, weil die auch, die Bomben verlangen und den Sky Shield und immer mehr, die sind es auch, die den Inhalt der Fernsehsendungen befüllen. Und daher ich stelle mir mittlerweile die Frage, wer deradikalisiert unsere Regierung? Wer deradikalisiert die Europäische Kommission? Hier brauchen wir eine Deradikalisierung. Und wir werden es nicht zulassen, dass man gewaltfreien Widerstand so als irgendwas Lächerliches abtut. Man kann einen Nelson Mandela, einen Mahatma Gandhi nicht als lächerlich abtun. Sie haben gewaltfrei gekämpft und sie haben Erfolg gehabt. Und genauso ist es auch heute möglich. Es wird nur eine Deradikalisierung in der Gesellschaft geben, wenn die Regierung deradikalisiert wird und wenn wir wieder zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen, wir wollen Frieden, wir wollen keine Waffen und wir wollen, dass auf der ganzen Welt, vor allem hier in Europa, die Waffenarsenale abgebaut werden. Schwerter zum Flugschaden!